Yassas und hallo meine lieben Freunde! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahmesession von Space Engineers. Ich musste leider nach der letzten Folge dürfte es glaube ich sein, musste ich einen Cut setzen. Ja, es ging einfach nicht mehr, ich musste einfach mal kurz einen Break haben. Irgendwie mich um andere Dinge kümmern und so weiter und so fort. Also, das wollen wir jetzt auch gar nicht so wirklich vertiefen, ist nicht so spannend, aber ich musste halt kurz aufhören und genau, jetzt versuche ich mal wieder hier ein bisschen voranzukommen. Ich hatte das letzte Mal den Fehler gemacht, ich hatte hier keinen Marker gesetzt. Das werde ich jetzt natürlich gleich tun, sonst werde ich mich nachher das Raumschiff nicht mehr finden. So, das nennen wir mal Landing Position. Perfekt. Entschuldigung. Ich musste gerade husten. So. Immer wenn ich anfange zu spielen, dann muss ich irgendwie husten. Ich weiß auch nicht. So, was wollte ich denn jetzt? Einen ganz kurzen Check machen. Uns geht der Wasserstoff aus. Okay. Das heißt, wir dürfen gar nicht so lange trödeln. Was brauchen wir denn alles für eine Batterie? Sehe ich jetzt momentan gar nicht, ne? Sehe ich das? Ne. CO-Stecken dazu. Was machen wir denn die Batterie? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Das kommt davon, wenn man zu viele Spiele spielt, ne? Dann ist man bei einem Spiel und seltsamerweise immer bei Space Engineers die Taschenkombination. Ich weiß nicht, wieso. Power Science Debate. Construction Components, Computer, Steel Plate. Habe ich das? Jetzt drücke ich schon wieder die falsche Taste. Ich bin doof. Jawohl. Aber wenig Steel Plates. Habe ich da nicht ein paar am Cockpit? Dass ich mehr mitnehmen können? Natürlich. Nimm. Obwohl, halt eine 84 bei. So. Ich weiß wieso. Alles klar, geparkt haben wir auch. Ich glaube, verankert. Yep. Dann schalte ich jetzt die Triebwerke aus. Wir sparen Energie. Alles klar. Und dann geht's jetzt endlich ab nach oben. Zum höchsten Punkt hier. Und da platzieren wir wie gewollt unsere Sendeantenne. Man sieht schon, mittig rechts würde ich jetzt mal sagen, die Sauerstoffanzeige. Die ist schon auf Gelb, ne? Wir bewegen uns schon in so gute Höhen, dass es ein bisschen wenig Sauerstoff hier gibt. Es lässt langsam nach, aber es ist noch nicht nötig, dass wir einen Helm aufziehen. Bisher geht es uns noch ganz gut. Ich glaube, hier wollten wir einen anbringen, ne? Da drüben nicht, nein. Bin mir ziemlich sicher, das müsste die richtige Stelle gewesen sein. Ich hoffe es einfach mal. Na komm, bisschen höher noch. Genau. Sehr schön, ich lande jetzt mal mit ein bisschen Wasserstoff sparen. So. Hier geht's ja schon mal noch. Hier ist noch höher. Dann steigen wir noch mal auf die Spitze rauf. Welche Spitze nehmen wir denn jetzt? Da nehmen wir die hier. Wie viel Wasserstoff haben wir denn noch? Ich drücke immer die falsche Taste. Ich bin so gewohnt. Ne, komm, wir bleiben hier. Hier wird die Antenne gebaut. Ich schau mal kurz die Entfernung an. Wir sind hier bei 46 Meter, sei schon. Kilometer zur nächsten Remote-Station. Das ist in Ordnung. Also bringen wir es einfach hier an. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Natürlich nicht wieder das gleiche Design, ein bisschen anders. Genau gesagt, weiß ich gar nicht, wie ich es immer bauen soll. Irgendwie. Ja. Irgendwie. So.
Wahrscheinlich wird es total kacke aussehen, aber hey. Ich wollte ja fast schon sagen, ihr seid es ja gewohnt von mir. Okay. Jetzt könnte man da drunter, oder komme ich gar nicht dran jetzt, ne? Ich würde dran kommen. So, da komme ich bestimmt dran. Na komm. Komm schon. Ist jetzt wirklich ein Stück vom Felsen abtragen? Ah, ja, ja, ja. Anscheinend. Okay, dann trage ich mal ein Stück ab. Nur ein bisschen. Hallo? So, genau. Hat ja ewig gedauert, bis der ein Stück abgetragen hat. So. Und jetzt noch. Sag mal, warum ruckelt denn das heute so? Würdest du das jetzt endlich bitte platzieren hier? Danke. Okay. Und jetzt hätte ich gerne. Wenn ich es finde. Es war so klar. Habe ich wahrscheinlich nicht dabei, ne? Okay, wir machen es auf jeden Fall. Hier möchte ich gerne eine Treppe haben. So. Dann kommen wir hier hoch. Machen die Plattform etwas größer. Nur ein bisschen. Vermute mal, für meine zweite Idee wird es auch nichts. Ah, nein. Nein, doch, ich brauche mal auch Interior Blades. Ach, verdammte Kacke nochmal. Ich hätte ein paar Stufen hier gehabt. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute wieder los? Mann, Mann, Mann. Wir schauen mal schnell nach bei unserem Raumschiff, ob ich Interior Blades habe. Moment, aber die Batterie. Die müssen wir schon platzieren können. Okay, zumindest. Die Batterie. Wo habe ich jetzt die Batterie, die blöde? Richtig hier drauf. Ich mache das Ganze allgemein noch ein bisschen breiter. Nein. Nicht hier drauf. Sondern nur hier. Genau. Passt. Dann würde ich ja fast vorschlagen, dass an der Stelle hier kommt die Antenne. Hier lassen wir es nochmal nach unten gehen. Ich weiß, ich würde total übertrieben die Konstruktion, aber was? Ich dachte schon, liegt es an mir, dass ich den Block nicht sehe, oder? Ich stand drin wahrscheinlich. Okay, alles klar. Mein Fehler. Also heute bin ich ein bisschen verpeilt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Also es ist, ja. War schon in letzter Zeit ein bisschen verpeilt. Hatte mich die letzten Folgen, dafür wollte ich mich auch noch entschuldigen. Ich falsch betitelt. Nur so ein klein wenig. Es war aber auch keine Absicht. Es ist einfach nur zu viel um die Ohren zurzeit. Und wenn ich immer dazu komme, hier Space Engineer nicht aufzunehmen, sondern zu rendern, bis ich es dann hochgeladen habe und dann den ganzen Titel und Text und alles einfügen. Ist immer schon so spät, da bin ich so am Arsch, so müde und das war halt in letzter Zeit echt zu viel, ne? Und ja, da ist es dann halt passiert, dass eine Folge einen Titel hatte, ich glaube die vorletzte hatte den Titel eigentlich von der letzten Folge, dann gab es eine andere Folge, die hatte gar keinen Titel und so weiter. Ich kann es immer nur wieder sagen, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse. Ich gebe mir ja wirklich Mühe, hochqualitativ für euch abzulegen. Glaubt mir zwar eh keiner, aber egal. Vielleicht glaubt es ja doch einer. Ich wollte es auf jeden Fall gesagt haben. Ich versuche es immer. So. Ist jetzt wieder total übertrieben, deswegen, ich muss jetzt aufhören. So.
wollte es ja eigentlich überhaupt nicht übertreiben. Und hab's dann doch getan. Gut, alles klar. Nicht so schlimm. So, wo war ich denn stehen geblieben? Genau. Also es tut mir wirklich leid, dass da manche Folgen hier einen falschen Titel bekommen haben. Ich werde mich von nun an mehr bemühen, dass es alles besser wird. Gewohnte Qualität sozusagen muss zurückkehren. So, das ist jetzt das Ziel. Gut, dann jetzt wieder zurück zur Station. Was wollten wir denn machen? Hier wollten wir die Antenne anbringen. So. Hier würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir hier die Batterie anbringen. Kann ich die schon platzieren? Ich schau mal. So. Perfekt. Und an der Stelle machen wir wieder unsere Energieproduktion. Na, wo habe ich den Motor? Rotormotor? Finde ich den jetzt gar nicht mehr. Ich habe einen Advanced Rotor, aber... Ach, normal. Sehr schön. Ja, genau. Hier. Der Ecke. Bin ich ein bisschen designtechnisch, dass nicht mal alles so aussieht wie ein Klotz. Ich muss ja ein bisschen üben, ne, dass die zukünftige Basen, die wir bauen, alles ist ein bisschen schöner. So. Jetzt hat man die Möglichkeit, das so anzubringen. Oder ja, so würde es auch gehen. Oder so natürlich, ne? Hätte auch was. Aber ich glaube, die erste Variante, die mir gefallen hat, bei der belassen wir es. So. Perfekt. Gut. Bisschen was bauen wir aus. Schon vorbei. Hey, hey, hey. Echt aufpassen, wir haben nicht mehr viel Wasserstoff. Und ich habe leider keinen dabei. Das ist jetzt echt ein bisschen ätzend. Such mal. Echt scheiße. Die Antenne vielleicht. Die Antenne versuchen wir noch zu platzieren. Oh ja, Steel Blades, Mann. Ich glaube, so rum wird es mir besser gefallen. Okay, dann gehen wir mal schnell zur Landeposition. Moment. Ich lerne. Na, ich würde das nachher wieder suchen. Es sieht zwar immer so groß aus, wenn man drauf steht, aber sobald man ein paar hundert Meter weg ist, sieht man das natürlich nicht mehr. Deswegen. GPS. Was wäre ich auch ohne das GPS? Ich gar nichts mehr. Remote Station. Mountain Station. Ach komm, Remote Station. Under Construction. Oh. Geht gar nicht mehr. Okay. So. Brauche ich eh nicht so einen langen Text, aber trotzdem, ich möchte es mir angewöhnen. Ehrlich, so weit? Ist ein Witz, oder? War ich im falschen Punkt? Wenn man mit dem Raumschiff vielleicht näher hinfliegt, das versuchen wir jetzt mal. Wir müssen ja nicht höher, wir können ja einfach nur einen Berg ein bisschen rumfliegen, das probieren wir uns einfach aus. Das wird mich Wasserstoff sparen. Jetzt mal zum, wenn wir hier Material abholen gehen. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach mal. So, ach, die Sonne geht auf. Sehr schön.
Oh, das blendet. Schön. Endlich spielen wir wieder bei Tag. So. Asajas Batterien sind an. Die Triebwerke. Wie on off. Ah, okay. Alles klar. Kapiert. Wir machen mal einen Unlock. Aber höher kommen wir nicht mehr, ne? Keine Kraft. Wir kommen nicht höher, das ist echt. Zumindest bleiben wir auf dieser Höhe. Ich hoffe es zumindest. Ja, aber ich kann Schub geben, wie ich will. Wir steigen nicht mehr. Oh, und wenn ich Schub nach unten gebe, der bekommt es kaum gebremst. Seht ihr? Ach du Scheiße. Okay, also drumherum fliegen wird wahrscheinlich nichts. Ich versuch's trotzdem mal. Komm, wir versuchen einfach uns. Wenigstens ein bisschen näher dran kommen. Nur ein klein wenig. Das würde uns ja schon weiterhelfen. Diese entfernen wir uns zwar nur. Und wir fallen. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Stopp jetzt. Hör jetzt auf. Du machst mich fertig, ey. Wahrscheinlich auch, weil die Akkuleistung nachlässt, ne? Dann haben die Triebwerke nicht mehr die Power. Uah. Falscher Knopf. Den hier. Obwohl. So, ich habe das Gefühl, wir kommen nicht näher. Ich wollte zwar näher dran, aber irgendwie wird es nichts. Passage, die ich gesehen hatte, die ist wahrscheinlich zu weit weg. Oder zu hoch liegt die. Dass wir da gar nicht drankommen. Das wäre es ja, die Passage. Ich versuche mal mein Glück. Ich komme mich da irgendwie ein bisschen rein, aber die liegt zu hoch. Sehe ich jetzt. Die liegt leider zu hoch. Ja, vielleicht dann von der anderen Seite vom Felsen. Es muss doch möglich sein, da ranzukommen. Mann. Ja doch, von der Seite ist wahrscheinlich besser, ja. Wir kommen nicht höher, aber wir kommen trotzdem etwas näher. Wir sind jetzt nämlich beim richtigen Felsen. Ist ja eigentlich schon eine Beleidigung, wenn ich Felsen sage, ne? Ist ja ein Berg. Und zwar ein Riesenberg. Hier, Mount Everest in Space Engine. Jetzt. Okay, gespeichert ist auch sehr schön. So, ich möchte es auch gar nicht übertreiben. Das sieht mir aus wie eine vernünftige Landestelle. Da werde ich jetzt einfach landen. Der Akku gibt eh nicht mehr so viel her. Wir stürzen immer tiefer und wir kommen nicht mehr nach oben, ne? Nicht mehr so wirklich. Deswegen hier landen wir einfach. Schöne nette Stelle hier. Brems! Alter, bremse jetzt endlich! Warum? Warum nur? Warum tust du mir immer sowas an? Ich habe nur ganz kurz angetippt nach unten die Segel. Da, 10 Minuten im freien Fall beinahe. Was soll denn das immer? Ich krieg Herzprobleme, echt. Was für ein hochtexturierter Baum.
schauen wir uns doch gleich mal an, wenn wir schon hier sind. So, jetzt ganz sachte. Das war schon wieder zu viel. Ich muss einfach sachter werden. Sachte. Bisschen drehen.